Mein Name ist Alexander Lasch und herzlich willkommen zu einer nicht ganz ernst gemeinten Folge in der Reihe Telekolleg Linguistik. Ja, das, was Sie hier gerade gesehen haben, ist ein Intro, das aus einer Twitter-Laune heraus entstanden ist. Und ich würde Ihnen ganz gern kurz den Hergang zeigen. Nämlich, Ausgangspunkt ist eine Beobachtung, dass uns die sehr, sehr schöne Vorsilbe Tele verbaut ist. Denn diese ist seit geraumer Zeit reserviert für das Telefon, Television, Telegramm und so weiter und so fort, über Teleskop, Telefax, Teletext, Telekommunikation bis hin zu Telemedizin. Und das, was wir im letzten Jahr eigentlich die ganze Zeit getan haben, ist Teleunterricht oder Telelehre. Und unsere Videokonferenzen, die wir abhalten, fallen eben auch unter den Begriff der Telekonferenz. Nur gibt es da eben eine gewisse Bezeichnungstradition, die es irgendwie verbietet, daran direkt anzuschließen. Ich bin der Auffassung, wir sollten uns diese schöne Vorsilbe für das, was wir tun, reservieren und zurückerobern. Und das können wir tun. Interessanterweise hat mich dann Alexander Willig darauf hingewiesen, dass es die Bezeichnung schon einmal gab, nämlich das Telekolleg. Und ich erinnere mich auch da dunkel daran, aber dann kam faktisch eins zum nächsten, nämlich mit dem sehr, sehr schönen Tool RetroWave, das ich in der Beschreibung zum Video verlinke, habe ich diese Grafik gesetzt, die man frei verwenden kann. Und das reichte noch nicht, sondern ich habe auch Intro-Filme, das Sie gerade gesehen haben, als MP4 hinterlegt. Auch das ist in der Beschreibung verlinkt. Können Sie gern verwenden. Das Ganze hat natürlich nur scheinbar einen putzigen Hintergrund und soll mehr sein als nur gute Laune. Denn es ist durchaus möglich, dass wir den Hashtag Telekolleg Linguistik verwenden, um unsere Inhalte sauber im Netz zu taggen und dort auffindbar zu machen, wo wir sie veröffentlichen, zum Beispiel bei YouTube oder als Podcast bei Spotify, Castbox, iTunes, sonst wo. Ich werde damit heute beginnen. Ich kann dazu nur ermuntern, vielleicht lässt sich der eine oder die andere davon anstecken, es würde mich freuen. Und wenn ich unter dem Hashtag Telekolleg Linguistik in Zukunft mehr Inhalte sehe, als das bisher der Fall ist. Es ist ein Rückgriff auf die 80er, das ist keine Frage, aber warum auch nicht, andere tun es ja auch und ziehen sich sogar dementsprechend an. Also warum sollten wir den Begriff nicht nutzen, wiederbeleben und für uns einsetzen? In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr und euer Alexander Lasch.